Hallihallo, mein Name ist Diana Müller, ich bin unabhängige Stampin'Up-Demonstratorin und heute basteln wir zusammen. Bin sehr gespannt, wie es euch gefällt. Für diejenigen, die mein erstes Video geschaut haben, da habe ich ja mein Unpacking, mein Auspackvideo sozusagen, da habe ich ja näher erklärt, warum ich mich für 3 Sets entschieden habe. Und heute basteln wir mit dem ersten von den 3. Das ist es. Der besinnliche Advent. Bestehend im Produktpaket könnt ihr es kaufen, zusammen mit der Handstanze und mit dem Stempelset. Die Handstanze Zierzweig wird heute keinen Einsatz finden. Die tun wir gleich weg. Sondern wir konzentrieren uns heute voll und ganz auf das schöne Stempelset. Und zwar ist mir im Katalog schon aufgefallen, und das sind auch die Elemente auf einer Karte heute. Das ist einmal der Schriftzug Advent. Hier unten dieser Aquarellstempel als Hintergrundstempel und hier ein Zweig von den vielen. Ich zeige euch mal die Karte, damit das nicht so schwierig ist, mir zu folgen. Also, ich halte sie mal ein bisschen näher in die Kamera. Na, und jetzt versuchen wir das mal irgendwie scharf zu kriegen. Nicht so einfach. So, jetzt sieht es gut aus, glaube ich. Also, das ist die Karte. Die besteht aus der Grundkarte in der Farbe Granit. Dann geht es weiter mit der Mattung in Meeresgrün. Und das, was hier so weiß aussieht, manche vermuten vielleicht schon, dass das Flüsterweiß ist. Es schimmert aber. Ich versuche das mal so ein bisschen hin und her zu schwenken. Vielleicht funktioniert es, dass man das in der Kamera und auch ihr dann am Fernseher oder am Smartphone dann sehen könnt oder Tablet oder mit was auch immer ihr das jetzt schaut. Und zwar ist das ein besonderes Papier, das nennt sich Seidenglanz. Es eignet sich auch für Aquarelltechnik. In dem Fall brauchen wir jetzt tatsächlich nur diesen Stempel. Es wird gar nicht mit Wassertankpinseln oder derartigem gearbeitet. Sie ist relativ schlicht gehalten. Natürlich, mir persönlich gefällt sie, sonst würde ich sie euch nicht zeigen. Und ich wollte einfach mal anfangen mit einem Projekt oder mit einer Karte, um zu zeigen, dass auch mit nur einem Stempelkissen, dass man da doch relativ weit kommt, weil man kann es in unterschiedlichen Nuancen aufs Papier bringen. Zum Beispiel hier der Schriftzug Advent und auch dieser Zweig hier, die sind sehr saftig gestempelt, das heißt ins Stempelkissen und direkt aufs Papier. Der Hintergrundstempel auf dem Zweig, also hinter dem Zweig, der ist zweimal abgestempelt. Das heißt, das, was ihr hier seht, ist tatsächlich der dritte Abdruck vom Stempel. Meeresgrün ist natürlich auch eine sehr satte Farbe, also die macht schon einiges her. Und im Hintergrund, was ihr hier so ein bisschen verdeckt seht durch die Quadrate, die ich aufgeklebt habe, das ist zum Teil zweimal oder dann auch dreimal abgestempelt. Und ja, und tatsächlich arbeitet man hier mit einer Stempelkissenfarbe und hat 3, beziehungsweise dieses champagnerfarbene Quadrat hier, das ist so ein besonderes Papier, das ist so ein Metallic-Papier. Und ich habe mich extra gegen Silber entschieden. Ich finde Champagner halt einfach toll. Das ist dann silberähnlich. Ergänzt sich auch super hier mit diesem feinen Garn, mit diesem Metallic-Garn in Silber. Ist aber nochmal ein bisschen feiner, finde ich, von der Farbe. Schwierig zu erklären. Ich hoffe, ihr könnt mir folgen. Also, das Bastel habe ich schon gebastelt und damit es auch einfach gehalten wird für Leute, die noch nicht so viel Bastelkram haben und noch nicht so auf so ein großes Portfolio zurückgreifen können, habe ich jetzt überlegt, es gibt ein Farbset, eine Farbkombination im Katalog, ganz aktuell. Die nennt sich, also der Karton nennt sich Winterblüten. Das ist ein Set aus 3 Farben. Dann habt ihr einmal wieder Granit, das, was ich auch als Grundkarte verwendet habe. Meeresgrün, was mir jetzt eben als Stempelfarbe gedient hat bei der Karte, die ich euch gerade gezeigt habe. Und nochmal Brombeermus.
Das sind alles drei Farben, die mir persönlich sehr gut gefallen, sind natürlich auch sehr gedeckt und kräftig. Und die Karte, die ich jetzt gleich mit euch basteln möchte, ist sozusagen die Kopie der Karte, die ich euch eben gezeigt habe, allerdings mit Brombeermus. So der Plan. Wir fangen mal an. Und ihr seht dann bestimmt auch schon, worauf ich raus bin. Also, ich habe schon das Papier soweit zugeschnitten. Also hier haben wir den Karton in Granit. Ich habe den zugeschnitten auf 14,8 x 21 cm. Dann mittig gefalzt, damit man hier eine Klappkarte hat. Die ganzen Abmaße schreibe ich euch auch noch in die Infobox. Dann einmal ein Unterleger in Brombeermus. In den Maßen 14 x 9,7 cm. Das kommt dann sozusagen hier mittig drauf. Und dann noch das Seidenglanzpapier in den Maßen 13,4 x 9,1, was dann auch wiederum mittig hier drauf kommt. Der Rand, ihr seht das schon, ist nicht zu klein gehalten. Ich wollte das tatsächlich, dass man das so gut erkennt. Man kann da aber variieren, da seid ihr ganz frei. Wir legen mal los mit Stempeln. Also, ich habe das Brombeermus. Nee, oder? So, ich habe das Stempelkissen Brombeermus noch schnell ergattert. Das ist mir irgendwie auf einen anderen Tisch gekommen. Ist jetzt gerade in meiner Bastelstube. Wer das unter Umständen gerade gehört hat, diesen tiefen Seufzer, das kommt von meinem Hund Butters. Der liegt mir gerade zu Füßen unterm Tisch und ist, ja, mein treuster Mitarbeiter hier. Und ich freue mich immer, er ist auch immer total gerne hier mit mir in der Bastelstube und sucht sich gerade mal ein neues Plätzchen. Er hat ganz tief geseufzt, für alle, die es jetzt nicht so ganz gehört haben. So, und zwar, wir legen los mit dem Hintergrundstempel. Der ist schon so ein bisschen eingefärbt, weil ich damit schon mal gestempelt habe. Klar, man probiert ja aus. Dass das jetzt so rot eingefärbt ist, liegt tatsächlich an den Pigmenten. Das geht auch nicht mehr weg, aber es drückt oder druckt zumindest nicht mit ab. So, wir haben hier so eine Art Aquarell, Fake-Aquarell-Stempel. Ich finde, die brauchen immer ein bisschen, bis sie überall Farbe haben. Deswegen tunke ich das jetzt so oft rein. Und wir brauchen natürlich, das habe ich eben, habe ich aber hier parat, ein Papier, auf dem wir abstempeln können, um eben die einzelnen Nuancen zu bestempeln und auszuprobieren natürlich auch. Und zwar stempel ich einmal ab und gehe dann erst auf die Karte und stempel dann hier den Hintergrund in Brombeermus. Die Mitte müsst ihr gar nicht mitstempeln. Das ist tatsächlich, wird das hinterher dann von den Quadraten abgedeckt. Ja, wer natürlich möchte, kann das gerne tun. Wie mit allem. So, hier müssen wir ein bisschen aufpassen. Hier kommt noch der Schriftzug Advent hin. Also lasst unten rechts noch ein bisschen Platz. So. Und dann, ja, das sieht man schon, ne? Es gibt so schöne Nuancen hier. Das liegt natürlich auch mit am Stempel. Also da habe ich jetzt, ich kann das jetzt noch ein bisschen tricksen und die Farbgebung durch nochmaligem Stempeln da so ein bisschen beeinflussen. Das wäre es jetzt auch schon. Ich schaue mal kurz, ob mir das so gefällt. Vielleicht gehe ich noch mal ein bisschen nachher in diese Richtung. Ihr müsst euch vorstellen, da kommt ja jetzt dann gleich hier noch so ein Quadrat drauf und dann das andere. Und da finde ich, kann es hier noch mal ein bisschen mehr haben, ein bisschen mehr Farbe. Ach, da probiert man sich einfach aus. Und wenn es dann irgendwie ganz daneben gegangen ist, dann fängt man noch mal von vorne an. So. So gefällt es mir, denke ich. Den schon mal in den Stempelreiniger. Dann habe ich schon vorgestanzt
Das sind kleine Quadrate, die habe ich mit den Framelits Stickmuster ausgestanzt. Ich mag das ja total, das Set. Ich zeige euch das mal kurz für alle, die es... Oh, nein. Alles gut, ist noch sauber. Für alle, die das noch nicht kennen, also dieses Set besteht aus drei Formen. Einmal die Quadrate, die ich hier benutzt habe bei der Karte, Kreise und Ovale und von allen eben vier Größen. Ich habe jetzt für die Karte den zweitgrößten, das zweitgrößte Quadrat genutzt. Das andere war mir zu klein, das andere zu groß, wie das immer so ist. Und ich wollte ja unbedingt auch zwei Quadrate verwenden. Das lassen wir mal trocknen, also gerade bei den sehr satten Farben und das... Gut, das Stempelkissen Brombeermousse habe ich jetzt auch noch nicht so oft verwendet. Das braucht einen Moment zum Trocknen. Sicher ist sicher. Ich kleckse zwar auch immer mal ganz gerne, vielleicht auch heute wieder, mal gucken. Aber es gibt ja auch ganz viele verschiedene Möglichkeiten, dass man das dann wieder rettet. So, jetzt habe ich beinahe was falsch gemacht und zwar wollte ich ja abstempeln. Also einmal abgestempelt, zweimal abgestempelt. Dreimal abgestempelt und jetzt schaue ich mal, oh, das dreimal abgestempelt gefällt mir am besten fast. Jetzt stempeln wir mal den Zweig, um zu gucken, wie wir weitermachen. Das sieht auch schon gut aus. Jetzt gucken wir hier mal. Also ich denke, ich entscheide mich für diese Variante. Das heißt, ich stempel nicht nur einmal ab, sondern sogar zweimal und gehe dann erst hier auf mein Quadrat. Also einmal, zweimal, beim zweiten Mal habe ich es jetzt nicht so fest gemacht und dann das dritte Mal aufs Papier. Ich hoffe, ihr könnt das erkennen. So, und dann mit dem, ohne abzustempeln, einmal vom Stempelkissen direkt aufs Papier und dann... Sieht das so aus. Na, könnt ihr das sehen? Das ist schwierig, ne? Es stellt scharf, aber ich bin noch nicht so ganz zufrieden. Auf jeden Fall ist die Nuance einiges feiner als jetzt das, wobei das jetzt auch schon zweimal gestempelt ist. Ich hoffe, ihr könnt mir noch folgen. Eieiei, so. Und zwar machen wir jetzt weiter. Also wir haben jetzt schon den Aufleger, wir haben hier die zwei Quadrate, jetzt fehlt noch hier unten der Schriftzug Advent. Den dann auch wieder saftig, dass er so richtig schön tief dunkel ist. Das gefällt mir richtig gut. Mal gerade schauen. Ja, doch, das gefällt mir richtig gut. Und zwar unten jetzt rechts in die Ecke, so dass ein bisschen Platz bleibt zum Rand. So, und im Prinzip war es das jetzt auch schon. Ich mache mal das Stempelkissen wieder zu. Die Nuancen sind gestempelt und auch hier das ist gestempelt. Das Quadrat jetzt mit dem champagnerfarbenen, aus dem champagnerfarbenen Papier klebe ich jetzt direkt auf. Und zwar so, dass ich mir nicht allzu viel wegnehme. Also ich möchte hier noch ein bisschen Stempel haben, da noch ein bisschen Stempel. Jetzt reflektiert das natürlich, aber ich denke, das geht. So, dann brauchen wir Dimensionals. Kleber mache ich erstmal zu. Bei den Dimensionals klebe ich vier Stück, also in jede Ecke eins. So. Und dann kommt gleich noch mein Garn zum Einsatz. Hier oben in dieses Dimensional, da klebt ihr gleich noch ein bisschen dieses Metallic-Garn fest. So als Hingucker nochmal. Das arbeitet natürlich, das wirkt dann richtig toll. Gerade mit der dunklen Farbe nochmal.
Das Metallic-Garn, das ist ein bisschen widerspenstig, weil das immer so ein bisschen wegspringt. Ich halte das fest und wickel das einfach um 3 oder 2 meiner Finger, je nachdem, wie groß ich das möchte. Und zum Ende hin werde ich dann auch ein bisschen schmaler oder halt, damit das so ein bisschen den Effekt hat, dass es auseinander geht. So ein bisschen fächerartig. So, das tun wir mal weg. Jetzt orientiere ich mich hier mal kurz. Zack. Da aufs Papier. Eins ist weggesprungen, also das ist nicht so schlimm, wenn ihr das schon mal fixiert. Und wenn ein Ende so ein bisschen wegspringt, das könnt ihr ja dann anschließend noch festkleben. Ich finde es halt mit den Dimensionals macht man sich schon einfach dann. So, und dann da findet ihr ein schönes Plätzchen. Für mich ist es das jetzt so. Und als vorletzten Schritt kommt jetzt noch ein bisschen Pling-Pling. Ich mag diese Strasssteine, die gibt es in 3 verschiedenen Größen. Das hier oben sind so 2 Reihen mit den ganz großen. Die brauche ich für meine Karte jetzt nicht, das wäre mir zu massiv. Ich nehme jetzt hier von der mittleren Größe 2 und 1 von den ganz kleinen. Das tun wir mal kurz weg, damit ich hier wieder ein bisschen hochrutschen kann. Ich klebe ein kleines hier hin und von den 2 mittleren kommt 1 hier. Und das andere, ich nehme immer gern hier diesen Pixie, nehme die damit auf, damit ich hier so übers Projekt fahren kann, damit ich gucken kann und schauen kann, wo es mir am besten gefällt. Ich denke hier. So, haben wir das auch und jetzt wird geklebt. Also jetzt kommt einfach noch dieser Aufleger hier, der kommt jetzt hier auf das Papier. Ich muss gerade mal schauen, warum ich das geschnitten habe, damit das auch gut aussieht. Und dann auf den Kartenrolling. Na, ist schwierig zu erkennen gerade für mich, aber jetzt haben wir die Richtung. Also, ich klebe das gerne mit dem Tombow auf, weil ich das gerne dann nochmal hin und her schiebe. Ich bin nicht so der beidseitige Klebeband-Typ. So, da seht ihr schon, ich schiebe. So. Also nach bestem Wissen und Gewissen mittig aufkleben. Ist ganz ungewohnte Perspektive. Ich bin gar nicht so direkt drüber, damit ihr nicht meinen Kopf ständig im Bild habt. Und dann noch der letzte Schritt. So. Wer möchte, kann das auch mit Dimensionals aufkleben. Das sieht auch gut aus. Ich habe da nur immer ein bisschen Bedenken, dass ich das dann nicht gut in den Umschlag bekomme. Wenn ich das dann wirklich verschenke, verschicke, verkaufe. So. Und ich drücke das dann gerne, den schon mal zu. Und dann drücke ich das gerne nochmal mit dem Falzbein zumindest so über den Rand fest. Und fertig ist die Karte. Also, das ist jetzt die Variante mit Brombeermus. Wie ihr gesehen habt, die geht echt schnell. Ansonsten habe ich hier nochmal zum Vergleich die Karte in Meeresgrün. So, und wer von euch Interesse hat, das über mich zu bestellen, dieses Set, da kommt jetzt noch ein ganz spezielles Dicayo-Angebot für euch. Und zwar habe ich mir überlegt, damit ihr auch gleich loslegen könnt und auch gleich den bestmöglichen Erfolg habt und auch ohne Big Shot hier diese Stickrahmen bekommt, habe ich mir jetzt was für euch überlegt. Und zwar bestellt ihr über mich das Produktpaket Besinnlicher Advent, bestehend aus der Handstanze sowie dem Stempelset. Obendrein entscheidet ihr euch für ein A4-Kartonset oder einfach eine Farbe. Das könnt ihr frei wählen. Also das hier ist zum Beispiel jetzt das Kartonset A4 Winterblüten. Die kosten ja alle 10,25 Euro. Ob jetzt mehr Farben oder eine Farbe. Das bestellt ihr dazu. Dann war meine Überlegung 2 Stempelsets.
dass ihr euch dafür noch entscheidet. Also ich habe jetzt natürlich passend zu dem Farbkarton-Set dann eben noch Meeresgrün und jetzt Brombeermousse stellvertretend hingelegt. Und dann braucht es ja auch noch mein Lieblingsgarn, das Metallic-Garn. Und damit es ein bisschen Bling-Bling hat, eben noch diese schönen Strasspunkte, damit ihr das verzieren könnt. Und wenn ihr das alles so bei mir bestellt, das kostet euch 77 Euro. Und obendrein, damit ihr dann auch diese schönen Karten hier nachbasteln könnt, habe ich mir überlegt, schenke ich euch noch was. Als Gratis-Zugabe gibt es dann ein Bogen Dimensionals. Das sind die großen. Und es gibt jeweils 4 dieser Quadrate, schon durchgeleiert von mir mit der Big Shot. Das heißt, ihr braucht keine Big Shot, um diese Karten 4-mal nachzubasteln. Und um euch das tolle Papier Seidenglanz näher zu bringen, gibt es dann noch 2 Bögen A4 Seidenglanzpapier von mir obendrauf. Also ganz spezielles Dicayo-Angebot. Nicht, dass ihr das bei sonst wem bestellt und dann erntet ihr Fragezeichen. Das ist jetzt so mein Angebot für euch. Ich würde mich freuen. Sammelbestellung ist die nächste am 16.09. bis 18 Uhr. Bestellung per Mail ist möglich an shop@dicayo.de. Findet ihr aber auch nochmal in der Infobox. Ab 60 Euro verschicke ich generell versandkostenfrei. Und ja, Ideen und mehr, auch wie man das mit den Bestellungen handhabt und so weiter, findet ihr auf meinem Blog www.dicayo.de. Ansonsten hoffe ich, es hat euch gefallen. Ich danke euch und ja, wenn es euch gefallen hat, gerne Daumen hoch, wie man so schön sagt. Und ich freue mich natürlich auch über ein Abo. So, also, danke für eure Aufmerksamkeit. Tschüss!